Hallo liebe Freunde des Rechts, heute geht es mal um ein heißes Eisen, nämlich Sexualdelikte, und zwar am Beispiel der Akte Mockridge gegen Agnoli. Der Spiegel hat in der letzten Ausgabe eine längere Recherche veröffentlicht, dabei Hintergründe von Herrn Mockridge beleuchtet, aber auch etwas über die Ermittlungsakte mitgeteilt. Und diesen Punkt und nur diesen Punkt möchte ich gerne juristisch näher beleuchten, um ein paar Missverständnisse vielleicht aufzuklären. Was bedeutet eine Einstellung der Staatsanwaltschaft? Was sind eigentlich die Maßstäbe dabei? Und was bedeutet es eigentlich für Betroffene in der Situation, wie die sich verhalten sollten? Denn wir haben manchmal, nicht häufig, tatsächlich Anfragen, wo uns Opfer von Straftaten, jedenfalls Leute, die sagen, sie seien Opfer, um Rat fragen, wie sie sich am besten verhalten, wie sie ihr Ziel erreichen können. Aber schauen wir uns diesen Fall an. Der Spiegel hat jetzt anscheinend Einsicht gehabt in die Ermittlungsakte, zumindest in den Ermittlungsbeschluss, und teilt mit, warum die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt hat. Da gab es ja auch ein Video von Herrn Mockridge auf Instagram, in dem er vorträgt, dass Staatsanwaltschaft und die Generalstaatsanwaltschaft jeweils die Sache geprüft haben und gesagt haben, da ist nichts dran. Und jetzt sollte man mal genau betrachten, was bedeutet das eigentlich, wenn eine Staatsanwaltschaft nach § 170 Absatz 2 StPO Ermittlungen einstellt. Da gibt es nämlich unterschiedliche Maßstäbe für das Eröffnen eines Ermittlungsverfahrens, also die Aufnahme der Ermittlungen und der Erhebung der Anklage. Und diese Maßstäbe sind im Strafprozess vielleicht auch anders als in einem Zivilverfahren, insbesondere wenn es ums Urteil geht. Eine Ermittlung wird eingeleitet, wenn eine Strafbarkeit möglich ist. Also wenn der Sachverhalt, der beschrieben wird, eine Straftat ist, also wenn man von dem Sachverhalt her eine Subsumption unter einen Straftatbestand führen kann. Das geht relativ schnell und einfach. Aber die Anklage wird nur dann erhoben, wenn die Staatsanwaltschaft nach der durchgeführten Ermittlung zu dem Ergebnis kommt, dass eine Verurteilung wahrscheinlich ist. Die Staatsanwaltschaft führt also eine Prognose durch und überlegt sich, wird mit dem, was man an Beweismaterial haben, ein Gericht auch tatsächlich verurteilen. Die Staatsanwaltschaft wird nicht eine Anklage erheben, wenn sie sagt, wir wissen nicht genau, was rauskommt. Kann sein, dass das Beweismaterial nicht reicht. Kann ja sein, dass das Gericht noch was rausfindet. Wenn nicht genug Belastungsmaterial da ist, wird keine Anklage erhoben. Und das ist manchmal für Opfer frustrierend, dass es gar nicht zu einer Anklage kommt. Es ist aber auch frustrierend für den Beschuldigten, weil die Aussage, man erhebt keine Anklage, ist kein Freispruch. Auch wenn man das gerne so haben mag, es gibt keinen Freispruch in einem Ermittlungsverfahren. Aber man sollte genauer hinschauen, ob die Staatsanwaltschaft lediglich aus Mangel an Beweisen ein Ermittlungsverfahren einstellt oder ob sie zu dem Ergebnis kommt, dass das, was sie herausgefunden hat, gar keine Straftat darstellt. Und hier können wir mal reinschauen in den Artikel der vom Spiegel. Die Staatsanwaltschaft hat anscheinend einerseits eine detailreiche Aussage gefunden, aber hohe Anforderungen an die Aussage der Belastungszeugin aufgestellt. Das ist von Haus aus so. Und jetzt gibt sie hier 4 oder 5 Argumente, die die Aussage von Ines Agnoli abschwächen sollen. Schauen wir uns da mal an. Da gibt es zum Beispiel, die Staatsanwaltschaft bzw. Spiegel nennt es Unstimmigkeiten. Also der erste Punkt soll sein, dass in der Vernehmung Frau Agnoli nicht von sich aus erzählt habe, dass sie beim Kitzeln habe lachen müssen. Warum jetzt dieser Punkt relevant ist, muss ich ehrlich sagen, kann ich auch nicht sagen. Scheint wohl irgendwo in einem Widerspruch zu einer anderen Aussage gestanden zu haben. Dann heißt es, dass zwischen Tat und Anzeige 4 Monate verstrichen sind. Und das ist ein typisches Problem. Wenn jemand spät Anzeige erstattet, dann schwächt das die Qualität der Aussage. Das sagt ja überhaupt nichts darüber aus, ob die Tat stattgefunden hat oder nicht. Aber eine späte Anzeige ist ein schwächeres Beweismittel, findet jedenfalls die Justiz. Ob das eine gute Idee ist oder nicht, lassen wir das einfach mal so stehen. So wird es jedenfalls hier gehandhabt. Und der nächste Punkt. Und dass sie in den Wochen nach jener Tat wieder mit ihm über beabsichtigte Zärtlichkeiten kommunizierte. Insbesondere sei zu berücksichtigen, dass ein Hinwegsetzen über das vereinbarte Codewort bereits in der Vergangenheit vorgekommen sei und es trotz sexueller Blockaden an Jolis einvernehmlichen Sex gegeben habe. So, bei dem ersten Punkt. Sei es eine Unstimmigkeit, meint die Staatsanwaltschaft, dass man, obwohl es vielleicht eine Straftat oder eine Misshandlung gegeben hat, trotzdem noch miteinander intim war oder die Beziehung fortsetzt. Und das wäre eine Unstimmigkeit dann, wenn es
gänzlich ausgeschlossen oder höchst unwahrscheinlich wäre, dass Menschen, nachdem sie Opfer einer Straftat wurden, wieder mit dem Täter intim werden. Und wir wissen leider aus der Praxis und Kriminologie, dass das so selten gar nicht ist. Es ist natürlich unwahrscheinlicher. Und viele Leute werden sagen, also wenn sowas passiert wäre, dann würde ich doch diesen Menschen nicht vergeben und mit dem noch eine Beziehung weiterführen. Aber Fakt ist nun mal, dass sowas tatsächlich stattfindet und man müsste näher untersuchen, ob das ein typisches Muster ist, ob das dann schlüssig ist, ob man erklären kann, warum es dazu kam. Insgesamt, ja, es schwächt die Aussage ab, es macht sie aber nicht deswegen komplett unglaubwürdig. Und dann sah die Staatsanwaltschaft noch ein Suggestionspotenzial, also die Möglichkeit, dass Roche, mit der Anjoli danach in Urlaub gefahren war, die Zeugin beeinflusst haben könnte. Das ist für Ines Anjoli sicherlich unbefriedigend, für den Beschuldigten, den damaligen, wohl ebenfalls. Und man muss sagen, das ist eine Konstellation, wo wohl beide Seiten nicht gewinnen konnten. Denn auch das schreibt der Spiegel richtig. In dieser Situation ist einer immer der Lügner. Der eine ist der Täter, wobei man nicht weiß, ist es der Täter einer Sexualstraftat oder einer üblen Nachrede, Verleumdung, Vortäuschung einer Straftat. Und die Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft sind nicht geeignet, diese Frage zu entscheiden. Das heißt, der Umstand, dass die Staatsanwaltschaft die Sache eingestellt hat, bedeutet nicht, dass die Tat nicht stattgefunden hat. Insofern ist die Aussage von Herrn Mockridge in dem Instagram-Video, da ist nichts dran, ein wenig überinterpretiert. Auf der anderen Seite gibt es keinen Freispruch durch die Staatsanwaltschaft, weil man eben nicht herausfindet, was genau an diesem Abend passiert ist. Wir haben aber den Grundsatz im Strafrecht, in dubio pro reo, dass eine Verurteilung nur möglich ist, wenn es überhaupt keinen Zweifel gibt. Und das bedeutet für die Staatsanwaltschaft, dass sie das Verfahren einstellen muss, wenn Zweifel bestehen. Und Zweifel bedeutet eben nicht, dass es ausgeschlossen ist, sondern einfach nur, dass nicht die hinreichende Sicherheit für die Beweisführung besteht. Das ist im Zivilrecht anders. Und so gibt es manchmal diese verrückten Konstellationen, dass in einem Strafverfahren ein Freispruch erfolgt, zivilrechtlich jedoch eine Verurteilung stattfindet, wie beispielsweise bei O.J. Simpson, der wegen Mordes freigesprochen wurde, trotzdem aber zu Schadensersatz verurteilt wurde. Denn in einem Zivilverfahren gibt es zwar genauso Beweisregeln, aber hier muss sich der Richter letztendlich nur entscheiden, ob die eine oder die andere Seite mehr glaubwürdig ist. Und jetzt könnte man natürlich sagen, Ines Anjoli könnte die Sache zivilrechtlich nochmal anstrengen. Es ist allerdings schwierig, wenn strafrechtlich schon eine Einstellung stattgefunden hat, aber an sich würde man natürlich zivilrechtlich mit anderen Beweismitteln vorgehen. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch hier wieder das Problem, dass die Partei selbst nicht Zeuge sein kann. Also da gibt es natürlich auch Tricks, wie man das umgehen kann durch Abtretung und dergleichen, aber wir haben einfach unterschiedliche Maßstäbe im Strafrecht und das ist auch gut so, dass die Hürden für eine Verurteilung höher sind als die Hürden in einem Zivilprozess für eine Verurteilung. Und das sollte man wissen. Deshalb wundert und es ärgert mich auch sogar ein wenig, wenn alle möglichen Menschen auf der einen oder auf der anderen Seite ganz genau wissen, wer im Recht ist. Denn von dem, was man ermitteln kann, kann man es nicht wissen. Wir wissen nicht, was passiert ist. Und nur der Umstand, wie vielleicht auch der Spiegel hier suggeriert, dass Herr Mockridge vielleicht andere Frauen schlecht behandelt hat, bedeutet nicht, dass er die Tat begangen hat. Das heißt vielleicht, dass es möglich ist. Aber genauso ist es auch möglich, dass, so wie Herr Mockridge behauptet, die Erinnerungen Scheinerinnerungen waren. Beides ist denkbar. Und da kann man sich natürlich eine Meinung bilden, welche der Versionen jetzt wahrscheinlicher sind oder nicht. Aber genau wissen kann man es einfach nicht. Und deswegen halte ich es für wichtig, dass man in solchen Sachverhalten Abstand wahrt. Wenn man mich fragt bei sowas, sage ich immer, ich weiß es nicht. Selbst nach einer Hauptverhandlung kann man sich nicht ganz sicher sein, ob das richtige Urteil rausgekommen ist. Und selbst bei einem Freispruch weiß man nicht, was wirklich passiert ist, weil eben auch der Grundsatz in dubio gilt. In diesem Sinne, bleibt gesund.